So, meine Damen und Herren, mittlerweile einen schönen Mittag. Unsere Tour ist etwas weitergezogen. Die zweite und letzte BU-Station liegt in Neuss-Holzheim. Strecke zwischen Neuss, Bahnhof Neuss-Holzheim und dem Bahnhof Grevenbruch. Ja, es ist mein altes Jagdrevier. 2012 bis 2020 war ich einer der örtlich zuständigen Fahrensleiter in der BZ Duisburg. Grevenbruch war seinerzeit mein erstes Stellwerk und auch meine allerletzte Schicht, die ich im September 20 für die BZ Duisburg gemacht habe, war in diesem Streckenbereich. So, der Fotowikinger ist schon in Position. Ja, und das ist hier eine kleine örtliche Problematik, dass meistens hier dann beide Züge auf einmal kommen. Also, grob die Verbindung von Neuss nach Grevenbruch. Unterwegs hier seit einigen Jahren nun die Vias mit der RB39 von Düsseldorf über Neuss, Grevenbruch nach Bettburg mit Lind 54 Triebwagen, Baureihe 622. Die Stammumläufe, die langen Läufe, die von Düsseldorf, was heißt lang, also die komplette Strecke von Düsseldorf bis Bettburg fahren, wie jetzt der erste, sind oft doppelteilig. Der Zwischentakt, der das zwischen Neuss und Grevenbruch zu einem Halbstundentakt verdichtet, ist meist in Einfachtraktion unterwegs. In der Hauptverkehrszeit gibt es aber darüber hinaus noch einige Verdurchbindungen mehr bis nach Düsseldorf, aber keine weiteren nach Bettburg. Wie gesagt, BZ Duisburgland, wir waren 2019 schon mal im Bahnhof Neuss-Holzheim. Ich hoffe, ich denke ans Verlinken. Kleiner Reminder. Und in der Zeit, wo man wegen der damals aufkommenden Corona-Pandemie Unterzentralen örtlich besetzt hat, also nicht aus Duisburg gefahren hat das Ganze, sondern war quasi vor Ort, standen wir ein paar Kilometer weiter, so 3 Kilometer weiter vor Kapellen. Das war das von diesem riesen Blumenfeld. Vielleicht erinnert ihr euch dunkel dran. Und versuche ich auch dran zu denken, es zu verlinken. So. Güterverkehr, ja, geringer Umfang, hauptsächlich durch die RWE-Kraftwerke. Ihr könnt mir jetzt aber vorstellen, dass es jetzt im Winter, Hashtag Energiesicherheit, vielleicht auch ein bisschen mehr Bedarf dort an Zügen ist. Oder etwas mehr da gefahren wird. Der Verkehr wird durchgeführt, meines Wissens, von DB Cargo und von Rhein Cargo. Vielleicht haben wir das Glück, ansonsten müssen wir uns mit dem Weg und seinen Service begnügen. Nichts anderes bedeutet mich Vias. Und ja, Bilder von Foto. Vias? Vias heißt Weg plus Service. Via ist ja der Weg und S für Service. So haben sich das der Unternehmensname Vias umgesetzt. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich so. Das ist irgendwie unterwältigend. Aber gut. Na, und ja, stand bei denen auf der Internetseite. Also ich denke mir, das geht auch nicht aus. Apropos, da kommt was. Oh, da kommt das braune Auto. Wir gehen mal ein Stück zur Seite. Ja, wäre aber gut dran vorbeigekommen. So ist es nicht.
Ich habe immer die offene Tür da bei den Wägen, ne? Ist denen da im Winter nicht kalt? Ich öffne die oft, hat die zugezogen. Ach so. Normal sind das immer die mit den offenen Türen da rumfahren. Egal. Die Anlage, fernüberwacht aus allen Richtungen, Lichtzeichen, Halbschranken, angeblich wieder Schalt und Wachmann, sagt der Kollege. Dann zumindest vorne an den Lampen dran. Na gut, dann wird das so sein. An den Lichtzeichen. Auch Fachtermini benutzen. Ja, na selbstverständlich. Und ist der erste Bahnübergang der freien Strecke von Holzheim aus bis Grevenbruch, folgen da noch so einige. Hier kann man im Prinzip immer noch mal hinkommen. So auch heute. Dem Fotowikinger wieder vielen Dank für die entsprechenden Bilder, die wieder am Ende gezeigt werden. Möchtest du noch etwas anfügen? Ja, ich möchte noch mal ganz kurz anmerken. Moment, ich... Lass mal. Nee, soll ich nicht umdrehen? Nein, mein Bart ist heute nicht gekämmt. Also nicht... Also, ja, ist auch lang. Gut, auf jeden Fall, was ich mal anmerken wollte, ich bin zwar noch nie darauf angesprochen worden, aber ich will es trotzdem einfach mal gesagt haben, die Fotos am Ende von mir werden durch Tristans Videobearbeitungsprogramm... Hallo? Guten Tag. Immer ein bisschen runtergerechnet und ausgeschnitten. Das heißt, die Bilder sind eigentlich in der Regel ein bisschen größer, in der Regel deutlich schärfer. Also, ausschneiden jetzt aber gar nicht mal so. Ja, zumindest rangeholt. Also es fehlt immer. Du möchtest auf einen alternativen Vertriebsweg hinaus. Nee, das nicht. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich so Sachen, also was ich halt häufig sehe, wenn ich mir die Videos angucke, wenn ich dann so die Bilder am Ende von sehe, die ich gemacht habe, dann ist das ja meist so Strom abgeschnitten oder so ist abgeschnitten oder was weiß ich, so was in die Richtung halt. Das ist auf dem Originalbild allerdings nicht so. Da habe ich dann tatsächlich... Warum bist du heute so kamerascheu? Weiß nicht. Ja, worauf möchtest du hinaus? Komm mal zum Punkt. Ich will darauf hinaus, dass die Fotos eigentlich gut sind, aber durch Tristans Bearbeitung... Danke für die Blumen. Kaputt geschnitten und... Danke für die Blumen. Hast du Instagram? Selbstverständlich. Dann wird dein Instagram-Kanal in diesem Video eingeblendet. Ja, @fotowikinger. Allerdings zeige ich da selten Eisenbahnfotos. Ja, was beschwerst du dich? Ich beschwere mich, dass ich mir immer voll viel Mühe mit den Fotos gebe. Und dann ist das so ein abgeschnittener Scheiße, der. Entschuldigung, ich wollte nicht fluchen. Das ist ein abgeschnittener Bums, der dann da gezeigt wird. Ich wiederhole Bums. Das ist dann immer so ein bisschen doof. Aber das war jetzt kein. Der Mann hat Hunger, der ist gleich fertig. Das war keine Kritik an dir, Tristan. Ach so. Ich versuche mich auch so ein bisschen warm zu reden. Das war keine Kritik an dir, Tristan. Es war eine Kritik am System. Nein, es war Kritik am Videobearbeitungsprogramm. Es ist Freeware. Also ich habe jetzt für meine Videobearbeitungsform auch. Ist ja auch alles in Ordnung. Ich wollte es halt nur mal angesprochen haben. Gut. So, Monolog, Ende. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht ausgestrahlt. Warum? Doch. Nein, es wurde selbstverständlich nicht ausgestrahlt. Nein, jetzt will ich drum bellen. Und wir hoffen, dass jetzt gleich die Schranke kurz aufgeht. Ansonsten bräuchte ich nochmal zwei Züge mehr. Beim nächsten Zugkreuzung. Das ist ja ein bisschen, einer vielleicht ein bisschen verspätet. Beim nächsten Zugkreuzung. Und ja, entsprechend die Videolänge bin ich dann in diesem Film nicht entschuldigt. So, viel Spaß mit den Aufnahmen in Neues Holz. Halt mal ein bisschen Auge in die Richtung, ob du was siehst. Mmh.
Ja, das ist an der Stelle hier, muss man damit rechnen, fahrplantechnisch. This is so, das ist so. Jetzt gibt es wie immer zuverlässig von mir gezoomt und geschnitten und verhunzt seine Bilder. Er kann sich jetzt gerade so ein leichtes Grinsen nicht kneifen. Ja, ich möchte an dieser Stelle nur kurz anmerken, ich habe das nie als Kritik an dich. Ja, ist ja okay. Also ich habe es aber nicht so empfunden wie du, muss ich dazu sagen. Ich will mir mal richtig zuhören, Kollege. Das haben die gesagt. Ja, wir werden jetzt Sie Essen fassen. Ich habe nur einen Wir werden jetzt Essen fassen. Und danach wird das Spotting-Video entstanden sein, was ihr schon lange kennt, weil es deutlich vorher kam. Wieder ein wundervoller Anwendungsfall von Foto 2. Da freue ich mich immer, wenn ich das anbringen kann. Danke fürs Zusehen bei diesem. Bis zum nächsten Mal und ciao. Zwei? Ja. Wird gewesen sein. Ach, Futur. Ja. Ich habe schon ein Foto. Oh. Ich habe legit Foto verstanden. Ich dachte, was für Foto 2? Und nein, es war wirklich nicht als Kritik an dir. Willst du noch? Ja. Warum sagst du nichts? Ich dachte, du bist schon fertig. Nö. Mann, ey. Aber mal aus den Hobel da oder was oder wie oder was. Oder wie oder was? Oder wer oder. Ich dachte, du wolltest auch Wiedersehen sagen. Achso, hab ich doch schon. Hab ich nicht. Bei diesem Video nicht, ne? Mea culpa. Hau da rein. bis später oder was oder so. Ihr wisst, was ich meine. Und schaut gerne mal bei seinem Instagram vorbei. Er hat Fotowikinger. Er hat Instagram, ich habe Kilogramm. Ich liebe diese Kombi. So, tschüss.